Richtig, unter unserer Leitung gibt es heuer das erste Mal und wir haben die Operette der Fidele Bauer und ich hoffe natürlich auf regen Zustrom der Leute. Also das Echo ist sehr positiv. Na, das Wichtige ist, die Stimmung passt, also auch bei den Ensemblemitgliedern, und weil wir, wie man da vielleicht drüben ein bisschen rüberschaut, so einen sehr schönen Bauernpark hat, ja, kommt bei den Leuten extrem gut an, ganz einfach. Wir haben ein gutes Team da und das heißt, wir alle ziehen das jetzt durch und das wird funktionieren, das wissen wir. Naja, wir machen ja hier seit 30 Jahren das Pannonische Forum KC. Das hat heuer seine 30. Saison. Mein Vater ist ja hier aufgewachsen. Natürlich verbindet uns mit KC vieles. Eigentlich aus persönlichen Gründen und aus emotionalen Gründen und zusammengesetzten Familien haben wir uns entschlossen, das zu machen. Ja, Blasmusik ist die ortsansässige, der Musikverein. Gehört natürlich dazu, wenn man da ein Dorf kreiert, dann darf die Musik nicht fehlen. Das ist ganz ein zentrales Element von dem Dorf. Das würde nur halb so viel leben, wenn da nicht die Musik dabei wäre. Und wir führen eigentlich schon seit 30 Jahren das Pannonische Forum hier im Schloss durch, das mit sehr großem Erfolg wie gesagt, von dem Publikum angenommen wird, von den Leuten hier. Und ich glaube, dass das Sommerfestival eine sehr gute Ergänzung dafür ist. Und wir sind eigentlich so als Retter in der Not eingesprungen und haben eigentlich die letzten 2 Jahre im Hintergrund ein bisschen Arbeit geleistet. Deswegen wussten wir schon, auf was wir uns hier einlassen. Und wie gesagt, ich sehe dem Ganzen positiv entgegen und hoffe, dass das auch ein großer Erfolg wird für die nächsten Jahre. Und wie Sie gesagt haben, ein Fixpunkt auch hier in KC, jedes Jahr ein Sommerfestival. Es gehört Speis und Trank zum Vergnügen genauso dazu wie ein Theater. Und nachdem KC ja schon eigentlich einlädt mit der wunderbaren Kulisse des Schlosses, die Einfachkeit zu behalten. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, hier 6.000 Leute unterzubringen. Das wollen wir auch gar nicht. Das soll diese Intimität eigentlich bleiben. Die intime Situation soll erhalten bleiben. Und wir haben heuer im Vergleich zu vorigem Jahr, wenn man sich das angesehen hat, Anna Tefka oder Manfred La Mancha im letzten Jahr, wir haben noch einmal reduziert. Man muss ja ein Erlebnis haben. Ich möchte ein bisschen früher daherkommen. Ich möchte die Pause, ich möchte nachher ein bisschen genießen. Man fährt ja doch von Wien 40 Minuten her. Ist zwar schnell, aber es ist doch ein Weg. Man trifft sich hier mit Bekannten, mit Freunden, mit Verwandten und dann möchte man Zeit miteinander verbringen. Die Grundidee und ich sage mal, das Grundkonzept ist ja das gleiche wie in den vergangenen Jahren. Also es gibt eine Weinserie, sondern 4 unterschiedliche Weine, weil es gibt ein unterschiedliches Publikum und jeder soll irgendetwas finden. Das ist wichtig, dass das ganz einfach eine Familie dahinter steht, weil ich weiß, wie man Wein macht, aber bin alleine nicht in der Lage für so eine Veranstaltung. Es geht doch um 7.000 Leute, dass ich mich da alleine herstelle und auch im Vorfeld die Weine alleine mache. Also da steht die ganze Familie dahinter. Wichtig ist, wenn man an diese Veranstaltung glaubt, dass man nicht bei seiner eigenen Hütte aufhört, sondern dass man das Gesamte erkennt und dass man den Veranstalter unterstützt, weil gerade in der Anfangsphase ist es für den auch nicht immer einfach. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wenn man sowas macht, eben da muss die Gemeinde voll dahinter stehen und das funktioniert eigentlich sehr gut. Es sind sehr viele Freiwillige da und sie unterstützen uns von allen Seiten, weil es natürlich auch für die Gemeinde eine große Sache ist. Es war so, dass die Gemeinde natürlich sehr darunter gelitten hätte, wenn der ganze Aufwand der letzten Jahre irgendwie untergegangen wäre. Und es ist keine Frage, dass wir es gerne machen, ja, aber es ist natürlich auch viel Arbeit dahinter.
Für uns ist es immer so, es muss eine Aufbauarbeit geleistet werden. Es muss immer eine Art von Netzwerk hergestellt werden, weil eine punktuelle Einmalorganisation ist viel zu viel Aufwand. Das geht nicht. Das ist gut so. Wir halten uns ganz gerne im Hintergrund. Aber wir sind halt überall da natürlich, wenn was ist. Klar. Wichtig für uns ist, dass das gut läuft. Wir brauchen uns nicht profilieren. Wenn man Gerhard Ernst da, der ist profil genug.